Hallihallo, ihr Lieben. Ich bin die Patricia. Meine Mission ist es, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Heute Freitag, mein Lieblingstag, es geht um die exogenen Ketone. Wir reden heute darüber, wie die exogenen Ketone dich am besten unterstützen können. Jetzt auch gerne im Anschluss ans Webinar eine Fragerunde. Das heißt, wenn Fragen sind, auch jetzt gerne, wenn du live mit dazukommst. Wenn du Fragen hast zum Thema exogene Ketone, aber gerne auch über deine Ernährung, übers Abnehmen, was auch immer. Wir können gerne alles Mögliche heute in diesem Live abdecken an Fragen, die kommen. Ich habe natürlich jetzt auch nach dem Webinar einige Fragen noch erhalten, die ich gerne jetzt auch nochmal, die habe ich zwar alle schon beantwortet, aber die mache ich jetzt auch nochmal hier im Live, weil ich es einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig finde. Und ich denke, dass wahrscheinlich ganz viele Menschen ähnliche Fragen haben. Also das Webinar kam mega, mega gut an. Melita, danke fürs Folgen, voll nett. Kam super, super gut an. Wir hatten 500 im Zoom, das war komplett voll. Und irgendwie nochmal 350 in unserer Facebook-Gruppe. Wir haben nämlich live gestreamt, weil eben der Zoom voll war. Und das war einfach phänomenal. Das war richtig, richtig phänomenal. Ich starte einfach mal mit der Erklärung, was Ketose bedeutet und was exogene Ketone sind. Für alle, die mich noch nicht kennen, die mir noch nicht länger folgen, die wirklich noch gar keinen Plan haben, von was eigentlich so die Rede ist, um auch die auf jeden Fall abzuholen. Also nochmal an alle, die jetzt, hallo Petra, hallo Silke, hallo Hermann, hallo Roland, hallo Ursula, schön, dass ihr alle mit dabei seid. Wenn ihr schon eine Frage habt zum Thema Ketone, exogene Ketone, aber auch gerne zum Thema ketogene Ernährung, Low-Carb-Ernährung, Insulinresistenz oder auch das Thema Abnehmen, was ja bei mir immer super präsent ist. Super gerne einfach in die Kommentare, klären wir alles parallel. Also gerne auch auf TikTok und auch natürlich auf Instagram, ganz klar. Hier habe ich eine Anfrage für mein Live. Ich glaube, das war ein Versehen. Ich ignoriere die einfach mal, wegklicken kann ich sie leider nicht. Ist aber gar nicht schlimm. Also, wir fangen mal an mit der Frage, was bedeutet eigentlich Ketose? Ketose ist unser Urzustand. Es ist der Stoffwechselzustand, in dem unser Körper aus seinem eigenen Körperfett Energie zieht. Das bedeutet, wenn der Körper keine Energie mehr bekommt, wenn du keine Kohlenhydrate, keinen Zucker mehr nachschiebst, sagen wir mal so, dann fängt der Körper an, Ketonkörper zu produzieren. Er wechselt in den Fettstoffwechsel. Hallo Patrick, danke für das Herz auf dem Kopf. Er wechselt in den Fettstoffwechsel. Und das ist im Prinzip unser Urzustand. Jedes Baby, das auf die Welt kommt, ist erstmal in Ketose. Jedes Baby, das auch länger gestillt wird, während der Stillzeit, ist das Baby auch in Ketose. Jede Mutter, die auf natürlichem Weg ihr Kind zur Welt bringt, ist auch erstmal in Ketose bei der Geburt, ja, wenn es eine natürliche Geburt ist, weil das ein Wahnsinns-Kraftakt ist. Das heißt, du kannst in die Ketose kommen über eben eine ketogene Ernährung. Das bedeutet, wenn du einfach mehr Fette isst, weniger Kohlenhydrate, bis gar keine Kohlenhydrate, moderat Eiweiß und einfach wirklich einfach auf die Kohlenhydrate verzichtest sozusagen. Das ist so der klassische Weg in die Ketose. Wenn man fastet, also länger gar nichts isst, kommt man auch in die Ketose. Oder wenn man einfach körperlich harte Anstrengung hat, körperlich harte Arbeit oder auch Sport, ja, 2-3 Stunden hartes Krafttraining, ein Marathon laufen, das würde dich vermutlich definitiv auch in die Ketose bringen. Oder auch Kälte, Eisbaden zum Beispiel. Ja, wenn du dich 10 Minuten in die Eistonne sitzt, bist du danach garantiert auch in Ketose, weil dein Körper alle seine Kohlenhydrat- und Zuckerspeicher aufgebraucht hat sozusagen. Und das sind so die klassischen Wege in Ketose. Und jetzt geht es schon ganz, ganz weit zurück. Die Forschung an dem Thema Ketose bzw. an der ketogenen Ernährung geht schon sehr, sehr weit zurück. Also in den 1920er Jahren ging es schon los, als man festgestellt hat, epilepsiekranke Kinder, denen geht es besser. Wenn sie sich ketogen ernähren, dann haben sie weniger Anfälle. Also erstmal hat man festgestellt, wenn man die fasten lässt, haben sie gar keine Anfälle mehr. Das ist natürlich ein Zustand, das kann man nicht ewig durchhalten, ja. Man kann nicht Kinder oder generell Menschen ständig fasten oder immer fasten lassen. Das geht irgendwann nach hinten los. Das funktioniert nicht. Also es war im Prinzip so, die ketogene Ernährung geboren als im Prinzip Imitation des Fastens, ja. Man hat versucht, eine Ernährung zu kreieren oder rauszufinden, wie man sich ernähren kann, dass man diesen Fastenstand, also Fastenstatus, den man dann hat, diesen Zustand, dass der Körper selbst Ketonkörper produziert, dass er das auch macht, wenn du weiterhin isst. Und so war die ketogene Ernährung einfach geboren, aber dafür ist wirklich notwendig, dass du
maximal 20, 30 Gramm Kohlenhydrate am Tag nur zu dir nimmst. Das ist wahnsinnig wenig. Im Prinzip kann man sagen, das sind Kohlenhydrate aus grünem Gemüse und das war's. Also da gibt es dann auch keine Karotten, keine Tomaten. Von dem her ist das jetzt eine Ernährungsform, die klappt für manche super gut, ja, definitiv. Ich würde es immer nur zyklisch machen, nie ständig und immer. Da kommen wir später vielleicht nochmal dazu. Aber auf Dauer für immer umzusetzen, ist es für viele nicht praktikabel, nicht schön. Und vor allem bei manchen auch nicht ratsam aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen, sagen wir mal. Zum Beispiel, wenn du keine Galle mehr hast oder wenn deine Leber schon vorbelastet ist, wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast, wenn du Hashimoto hast. Das sind alles Gründe, warum vielleicht eine ketogene Ernährung für dich dann nicht das Nonplusultra ist. Muss man natürlich auch immer, immer im Einzelfall abklären, ja. Also man kann jetzt nicht sagen, nur weil du Hashimoto hast, darfst du dich auf gar keinen Fall ketogen ernähren. Also das kann funktionieren, das kann definitiv funktionieren. Ich habe einige Kundinnen, die haben Hashimoto und die ernähren sich durch die Bank relativ strikt ketogen und die kommen damit wahnsinnig gut klar. Die finden das spitze. Und dann gibt es wieder welche, für die ist das halt zusätzlicher Stress, einfach auf Kohlenhydrate zu verzichten. Denn wenn du eine Autoimmunerkrankung hast, wie beispielsweise Hashimoto, übrigens, das gilt für jede andere Autoimmunerkrankung auch, dann hast du sowieso schon ein erhöhtes Stresslevel in deinem Körper. Und wenn du dann auch noch dich für die ketogene Ernährung entscheidest, wo du plötzlich alle Kohlenhydrate ausklammerst, wo du das einfach gar nicht mehr isst, ist natürlich nochmal zusätzlich eine Stressbelastung für deinen Körper. Das bedeutet, ist dann eben in vielen Situationen nicht besonders ratsam. Und da kommen dann zum Glück die exogenen Ketone ins Spiel, weil damit musst du dich nicht ketogen ernähren. Du hast den Zustand der Ketose im Prinzip, den du dir, ich sage mal, leicht ertrinken kannst. Ja, das klingt jetzt so simpel, aber im Endeffekt ist es so. Das bedeutet, du löst dir einfach die Ketone in Wasser auf. Das sind Ketonsalze, das sind die Ketonkörper, eins zu eins die gleichen, die dein Körper herstellt, wenn du dich ketogen ernährst oder wenn du fastest. Eins zu eins die gleichen Ketonkörper sind da an Salze und Elektrolyte gebunden und diese kannst du dann in Wasser aufgelöst einfach trinken. Und wenn du dann diese exogenen Ketone zu dir nimmst, bist du wirklich innerhalb einer Stunde in Ketose und das ohne dass du dich ketogen ernährst und ohne dass du fastest. Und das ist der absolute Gamechanger, denn das war vor einigen Jahren bei uns noch nicht zu haben. Ungefähr vor 5, 6 Jahren ging es in den USA los, aber davor auch nicht für die breite Masse quasi verfügbar, sagen wir es mal so. Bei mir ist es so, ich nutze die exogenen Ketone hauptsächlich für Fokus und Energie. Das ist so mein Hauptbenefit, deswegen trinke ich sie auch immer gerne während dem Live. Ich muss noch ein paar Schlücke machen, weil ich habe noch nicht ausgetrunken. Das sind meine allerersten Ketone heute. Die meisten meiner Kunden, die nutzen sie allerdings als Unterstützung zum Abnehmen. Nicht, weil es eine Wunderabnehmpille ist und damit alles super, super ist und du einfach dein Lebensstil nicht verändern musst und dann wirst du abnehmen, das wird nicht passieren, ja. Wenn dir irgendjemand erzählt, du brauchst nur was trinken, du brauchst nur was schlucken, was essen, was auch immer und du wirst abnehmen, das wird nicht funktionieren. Es gibt keine Pille, es gibt kein Pulver, das dich auf wundersame Weise abnehmen lässt. Es gibt Dinge, die dich grandios unterstützen, wie zum Beispiel die exogenen Ketone, aber du musst natürlich immer auch an deinem Lebensstil arbeiten. Das ist ganz klar. Es geht immer um Ernährung, es geht um Bewegung, es geht um Schlaf und es geht auch um Nährstoffe, die eben aufgefüllt sein müssen, beziehungsweise dein Körper sollte alle Nährstoffe einfach einigermaßen zur Verfügung haben, die er braucht, um optimal zu funktionieren. Also du kannst nicht erwarten, dass dein Stoffwechsel super läuft, dass du abnimmst, dass deine Organe alle gut, super, super gut arbeiten über Jahre, Jahrzehnte, wenn dein Körper ständig Magnesiummangel hat, Vitamin D-Mangel, Omega-3-Mangel. Das kann einfach nicht funktionieren. Jetzt haben wir von der Anna schon eine Frage: Wie reagiert unser Körper, wenn er ohne Anstrengung einfach so Ketone bekommt? Coole Frage, finde ich super, super. Also nochmal an alle, die später reingekommen sind, ihr dürft hier gerne Fragen stellen. Also wir machen heute wirklich da eine Fragerunde. Stellt alle Fragen, die ihr habt. Gerne auch kritische Fragen. Ja, wenn du dir denkst, was für eine Scheiße, wie soll denn das funktionieren? Also du darfst mich wirklich alles fragen, weil genau diese Gedanken, ich kann darüber jetzt so locker sprechen, weil genau diese Gedanken hatte ich nämlich vor 2 Jahren, als ich die Ketone kennengelernt habe. Also das ist schon wirklich wirklich wichtig, dass das auch, wenn dich das interessiert, dass du verstehst auch, wie es funktioniert. Also wie der Körper darauf reagiert, wenn er ohne Anstrengung einfach so Ketone bekommt. Genauso wie wenn er sie selbst herstellen würde. Das ist für den Körper an sich erstmal kein Unterschied, ja? Das bedeutet,
Aber nur, wenn du wirklich reine RBHB-Ketone nimmst. Also RBHB steht, wenn das interessiert, für die Nerds unter euch, steht für rechtsdrehendes Beta-Hydroxybutyrat. Und nur diese Art von Ketone sind 100% bioidentisch. Das heißt, es sind die gleichen, die dein Körper herstellt, wenn du dich ketogen ernährst. Und was der Körper dann macht, also du trinkst sie, die gehen durch den Verdauungstrakt, gehen dann ins Blut und man sagt, innerhalb einer Stunde bist du in Ketose, weil du die Ketonkörper im Blut hast. Das kannst du dann auch messen. Du kannst dich zum Beispiel einen Finger pieksen für zu Hause und kannst messen, bin ich denn wirklich in Ketose? Und das kannst du auch messen, wenn du zum Beispiel Teller Pasta parallel isst. So habe ich das am Anfang gemessen, weil ich habe es nicht geglaubt, dass es das funktioniert. Und habe dann einfach einen Teller Pasta gegessen, obwohl ich normalerweise nie Nudeln esse. Das war ein großes Opfer für mich. Aber das ist so der Inbegriff an schlechten Kohlenhydraten für mich, Pasta. Und dann habe ich mir einfach Pasta gekocht, habe Ketone getrunken und habe gemerkt, okay, ich bin damit immer noch in Ketose. Der Körper nutzt sie dann als Signalmoleküle und Energieträger. Jetzt ganz spezifisch auf deine Frage hin antwortend. Also das bedeutet, der Körper merkt, okay, hier im Blut, ich habe Ketone. Genial, ich habe sie nicht selber hergestellt, aber das ist ihm dann erstmal egal, weil er kennt sie ja. Wenn es 100% RBHB-Ketone sind, 100% die gleichen, die er sonst herstellt, kann er damit arbeiten als Signalmoleküle und Energieträger. Das heißt, er schickt sie überall hin, wo Energie gebraucht wird. Er schickt sie ins Gehirn, übrigens Ketone, dein Hirn liebt Ketone, dein Herz liebt Ketone. Wer dabei war im Webinar mit der Elke am Mittwoch, war mir, also dass der Körper generell Ketone liebt, das weiß ich, dass das Gehirn Ketone liebt, weiß ich auch, aber Elke ist Kardiologin, also ich rede von Frau Dr. Elke Lorenz, die das Webinar gehalten hat am Mittwoch. Sie ist Kardiologin eigentlich ursprünglich, kennt sich sehr gut aus mit der ketogenen Ernährung, mit dem Thema Ketose und auch mit dem Thema exogene Ketone, die sie auch schon seit über 3 Jahren, glaube ich, jetzt mittlerweile bei ihr in ihrer Praxis bzw. in ihren Therapiestunden mit einsetzt. Ja? Also sie ist frei praktizierende Ärztin, sie macht das mittlerweile online, das ist super cool. Man kann bei ihr auch so Termine bekommen, auch wenn man nicht einfach vor Ort ist. Mega genial. Ich mache gerade einen kompletten Check bei ihr. Also ich habe alle meine Blutwerte nehmen lassen, Nährstoffe und so weiter. Wir warten jetzt noch auf Stuhl und auf Urin-Test und ich mache vielleicht auch noch einen DNA-Test. Also ich habe komplett das Programm bei ihr gemacht. So, aber ich schweife vom Thema ab. Sie hat auch gesagt, das Herz liebt auch Ketone. Ja, weil sie ist Kardiologin, deswegen ist das Thema Herz für sie ein Herzensthema, klar. Sie heißt deswegen auch Keto by Heart. Also quasi, weil Keto quasi ihr Fabel ist und by Heart, weil das Herz natürlich so ihr Themengebiet ist. Und sie sagt auch, das Herz liebt auch Ketone. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass deine Organe immer besser funktionieren, hallo Tina, immer besser funktionieren, wenn Ketone im Blut sind. Und dann ist dann erstmal egal, ob er die selbst herstellt, der Körper, oder ob er die extern zuführt. Vielleicht noch zu deiner Frage, also das hast du jetzt nicht genau gefragt, aber ich kriege diese Frage ganz oft und das hatte ich auch nach dem Webinar echt ein paar Mal. Wie funktioniert es denn dann? Oder viele, oder man denkt, oder ich habe es am Anfang auch gedacht, ist doch dann eher Cheating, oder? Also, irgendwie, ich gaukle meinem Körper was vor, was gar nicht ist. Aber so ist es tatsächlich nicht. Also der Körper arbeitet wirklich damit. Er kann sie verwerten, er nutzt sie als Signalmoleküle, als Energieträger. Und du merkst es auch. Also ich merke das körperlich. Ich habe mehr Fokus und mehr Energie. Ich habe so eine Klarheit im Hirn. Also mein Kopf, kennt ihr das mit dem Gehirnnebel? Schreibt mal gerne eins rein in die Kommentare, wenn du das auch kennst, dass du manchmal so einen Gehirnnebel hast, wo du dich nicht gut konzentrieren kannst, wo du irgendwie so denkst, boah, irgendwie ist heute alles so wolkig und ich komme absolut nicht klar. Also ich hatte das früher echt öfter und seit ich die Ketone trinke, ich habe es manchmal immer noch, aber wenn ich dann Ketone trinke, ist es einfach komplett weg. Patrick kennt das auch. Sehr, sehr cool. Es ist dann einfach komplett weg. Und so merke ich wirklich körperlich, wie die exogenen Ketone eben verarbeitet werden im Körper. Auch dein Gehirn liebt die Ketone. Das bedeutet, die Ketone können auch schneller ins Gehirn kommen als Glucose, als Energieträger. Ja, wir denken immer, Glucose, also Zucker, wäre der beste Energieträger der Welt, die beste Energiequelle für unseren Körper. Eigentlich sind die Ketonkörper viel die bessere Energiequelle, weil sie sind die reinste und die effizienteste Energiequelle. Wenn die verbrannt werden, wenn die verbraucht werden, wenn die genutzt werden, entsteht kein Müll, entsteht kein Abfall sozusagen. Beim Zucker entsteht natürlich sehr viel Abfall, wenn der verbrannt wird, wenn der als Energie genutzt wird. Und deswegen mag der Körper natürlich lieber Energie nehmen, die kein Abfall produziert und die ihm nicht über lange Sicht gesehen schadet. Und auch die Moleküle der Ketonkörper, die sind viel kleiner als die der Glucose. Das bedeutet, die können die Blut-Hirn-Schranke, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, schneller und leichter überwinden. Du hast vielleicht auch schon mal gehört, die Glukoseverwertbarkeit.
deines Gehirns nimmt im Alter ab. Das bedeutet, die Fähigkeit deines Gehirns, aus dem Zucker, den du ihm gibst, aus den Kohlenhydraten, die du deinem Körper gibst, kann dein Körper immer schlechter im Alter Energie ziehen. Und deswegen haben wir ein Energiedefizit im Gehirn, ja, je älter wir werden. Und Dinge wie zum Beispiel auch Alzheimer-Demenzen und Sachen entstehen. Ja. Wir sind nicht mehr so auf Zack, wir vergessen vielleicht Dinge. Und das liegt daran, dass die Glucose, unter anderem natürlich, die Glucoseverwertbarkeit unseres Gehirns abnimmt im Alter. Und Ketonkörper können aber bis ins hohe Alter wahnsinnig, danke für die Herzen, wahnsinnig gut und immer noch gleich effizient verwertet werden. Deswegen sind wirklich Ketonkörper die reinste und effizienteste Energiequelle. Jetzt noch zu dem Thema, okay, aber warum soll er sie dann noch selber herstellen, wenn ich sie zuführen kann? Also idealerweise sollte er beides machen. Du solltest nicht aufhören, deinem Körper auch mal die Möglichkeit zu geben, die Ketone selber herzustellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also die exogenen Ketone, die sind kein Freifahrtschein für dich, dass du dich einfach schrottig ernährst, dass du dich nicht bewegst, dass du dich nicht um dich und deine Gesundheit kümmerst. Das heißt, wenn du keine Ambitionen hast, deine Gesundheit zu verbessern, abzunehmen, fitter zu werden, was auch immer, und du trinkst nur Ketone und hast aber eigentlich keinen guten Lebensstil, das heißt, du isst Pizza, Pasta, Burger, die ganze Zeit Süßigkeiten, du hockst nur auf der Couch, du bewegst dich nicht, du gehst nicht ins Fitnessstudio, du machst gar nichts, brauchst du meiner Meinung nach auch keine Ketone trinken. Natürlich ist es besser, du trinkst Ketone, als dass du keine trinkst. Du kannst deinem Körper nämlich so immerhin noch eine Energiequelle geben, die besser ist als Zucker. Aber für dein Ziel gesehen, also wenn du kein Ziel hast, macht es auch wenig Sinn. Außer vielleicht für die Energie. Ja, diese Menschen kriegen dann natürlich trotzdem mehr Energie, ganz klar. Aber es ist immer eine Kombination, ein Zusammenspiel aus beiden. Und ich finde dafür, halt auch Geld auszugeben, wenn es eigentlich nicht so viel bringt, wenn du dein Lebensstil nicht mitnimmst, sozusagen, macht dir auch keinen Sinn. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich habe auch viele Kunden, die erstmal gar nicht viel umstellen. Die trinken erstmal nur mehr Wasser und trinken Ketone. Meistens aus dem Grund, die haben zwar ein Ziel, abzunehmen, fitter zu werden, was auch immer, aber die sind einfach vom Nervensystem so down, also so überlastet. Die sind gestresst, die haben vielleicht auch eine Depression, ja. Die sind wirklich depressiv und bei denen fange ich nicht an. So, jetzt machen wir Low Carb und wir machen das und wir verbessern den Schlaf und hier, die zeigen den Vogel. Die sagen, dann bin ich raus, das schaffe ich gar nicht. Ich komme ja gar nicht mal klar, um meinen Alltag zu managen. Diese Menschen, die fangen natürlich erstmal an, nur Ketone zu trinken. Und dann kann es definitiv sein, dass du halt, das habe ich schon wirklich oft erlebt, das ist phänomenal. Ich kriege da mal Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil ich finde es so wahnsinnig genial, was da passieren kann, wie das ein Leben verändern kann, einfach mehr Energie zu haben, um auch andere Dinge anzutreiben, wie eben dich zu bewegen, deine Ernährung langsam anzupassen, wenn du einfach mal dich besser fühlst und einfach die Möglichkeit hast, wieder an andere Dinge zu denken, mehr Energie zu haben und dich um deinen Lebensstil zu kümmern. Das ist so, so viel wert. Und da kommen wir jetzt gleich noch ein bisschen tiefer rein, wie dich die Ketone unterstützen. Wie lange befindet man sich denn sich danach in Ketose? Das ist auch eine coole Frage, Anna. Vielen Dank. Unterschiedlich, ja? Man sagt, zwischen 2 und 5 Stunden ist alles möglich. Das kommt voll darauf an, was dein Körper damit macht. Ja, wenn du jetzt die Ketone trinkst, zum Beispiel ich trinke sie meistens vor meinem Krafttraining, ich mache da eine Stunde hartes Krafttraining, kann durchaus sein, wenn ich dann nach dieser Stunde schon messen würde, bin ich denn noch in Ketose, dass ich kaum noch Ketonkörper im Blut messen kann. Dass da schon alles weg ist, weil der Körper die Energie gebraucht hat während dem Training. Wohingegen, wenn ich jetzt Ketone trinke, mich auf die Couch lege, mich gar nicht bewege, dann bin ich vielleicht nach 5 Stunden immer noch in Ketose. Also ich habe das noch nie ausprobiert, aber man sagt zwischen 2 und 5 Stunden. Das ist so die Aussage vom Hersteller. Und das kann ich halt auf jeden Fall bestätigen mit meinen eigenen Experimenten, dass die schnell weg sein können, wenn der Körper die Energie braucht. Andersrum habe ich es noch nie ausprobiert, weil ich lege mich selten auf die Couch, wenn ich Ketone getrunken habe. Ja, also meistens arbeite ich dann, weil ich zwingst eben für Fokus und Energie, oder ich gehe ins Training, oder ich gehe auf den Berg, oder irgendwas Aktives mache ich meistens, wenn ich Ketone getrunken habe. Außer ich trinke sie abends für besseren Schlaf, dann gehe ich ins Bett, dann schlafe ich, aber dann braucht sie der Körper auch, um da einfach Reparaturprozesse anzustoßen. Genau, deswegen, da habe ich dann auch nicht gemessen, wie lange ich in Ketose bin. Aber ja, alles zwischen 2 und 5 Stunden. Genau, jetzt wollen wir mal noch rein, also alle, die später reingekommen sind, ihr dürft super gerne hier Fragen stellen. Das ist eure Fragerunde heute. Gerne, gerne Fragen. Ich habe seit gestern Ketone und merke schon, dass ich fitter bin.
und dass ich weniger Hunger habe. Steffi, das ging aber schnell. Mega genial. Jetzt kriege ich einen Anruf. Das ist schlecht. Ich drücke den mal weg. Ich drücke den mal weg. Ich drücke den mal weg. So. Ihr könnt mal Daumen hoch schreiben auf Instagram, wenn ihr mich noch hören könnt. Weil der Anruf, dann ist immer kurz der Ton weg. Aber ich denke, ich bin wieder da. Petra sagt gerade, Mama, Alltag sind Ketone mega. Ja, also ich bin keine Mama, ich habe keine Kinder, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich habe wahnsinnig viele, ich habe fast alle meine Kundinnen haben Kinder, also die meisten. Viele sind auch schon in den Wechseljahren, haben dann schon große Kinder. Viele haben aber auch kleine Kinder, wirklich noch Säuglinge, beziehungsweise Kinder, die noch nicht durchschlafen. Und dann ist das natürlich Gold wert, wenn du was hast, das dir Energie gibt. Genau, also Steffi, erstmal sehr, sehr cool, dass du weniger Hunger hast. Da fangen wir vielleicht mal an mit dem Punkt, das passt gut. Warum hast du weniger Hunger? Zum einen, weil dein Hungerhormon Ghrelin gesenkt wird und das auf eine ganz natürliche Art und Weise. Bei den meisten Menschen, die übergewichtig sind, beziehungsweise du musst nicht mal übergewichtig sein, bei den meisten ist es wirklich so, dass Hunger- und Sättigungshormon nicht so ganz im Balance sind. Das heißt, das Hungerhormon ist viel zu hoch und das Sättigungshormon ist viel zu niedrig. Das heißt, das kommt wieder in Balance. Also Ghrelin und Leptin, Hunger- und Sättigungshormon, pendeln sich wieder ein. Also Ghrelin wird auf natürliche Art und Weise gesenkt, so wie es eigentlich sein soll. Und du hast auch keinen Hunger mehr, Stefanie, oder weniger Hunger, Steffi, weil dein Heißhunger halt weg ist. Ja? Also dieses Gefühl, was du dann immer hast, was durch deinen Blutzucker bedingt ist, durch ständige Blutzuckerschwankungen, immer wenn, ja, ich kann auf jeden Fall ein Produkt empfehlen, zeige ich, kommen wir gleich drauf. Immer wenn der Blutzucker wieder nach unten schießt, ja, auf dem Weg nach unten, wenn du was gegessen hast, eine zuckerreiche, kohlenhydratreiche Mahlzeit, der Blutzucker war relativ weit oben, er schießt dann wieder nach unten und an der tiefsten Stelle oder auf dem Weg nach unten ist der Moment, wo du wieder Hunger oder Heißhunger bekommst. Und das passiert bei den Menschen ständig, die ganze Zeit, wenn sie was essen. Über Jahre, Jahrzehnte, ständig Blutzuckerkurven, mehrmals am Tag rauf, runter. Ich sage immer Blutzuckerachterbahn, ja, dazu, weil genau so ist es und das wollen wir eben vermeiden. Und da helfen dir die Ketone da ein bisschen entgegenzuwirken. Du musst natürlich auch mit deiner Ernährung ein bisschen spielen. Ja, du musst einfach schauen, dass dann auch mit der Ernährung dein Blutzucker stabil bleibt. Aber die Ketone helfen dir dabei, weil sie senken den Blutzucker. Somit hast du weniger Heißhunger. Deswegen hast du auch nicht mehr diese Ausschwankungen nach unten. Du hast tendenziell weniger Unterzucker. Und das ist natürlich spitze. Und das merke ich, wie jetzt die Steffi. Du bist ein super Beispiel. Danke, dass du hier mit dem Live bist und dass du das teilst mit uns. Das ist im Prinzip das Durchschnittsbeispiel oder das Durchschnittsfeedback, das ich bekomme von Kunden nach ein, zwei, drei Tagen Ketone trinken. Ich habe irgendwie gar keinen Heißhunger mehr. Ich habe gar keinen Hunger mehr. Ich brauche weniger Essen. Ich habe gar keinen Bock mehr auf Süßigkeiten. Ich brauche nicht mehr immer. So, ich habe dieses Verlangen nach Pizza, Pasta, Döner, was auch immer ihr gerne esst, was nicht besonders gut ist für euren Körper. Das Verlangen habe ich nicht mehr. Ich brauche nicht mehr die Tüte Chips abends auf der Couch. Ich trinke halt noch Ketone und dann gehe ich ins Bett und dann ist gut. Und das hat zum Beispiel auch meine Mama berichtet. Die war ein ganz schlimmer Fall. Also die konnte, Hallihallo, Maffi, die konnte nicht, also da gab es keinen Tag ohne Süßigkeiten bei der. Also die hat halt Nachmittag immer ihren Kaffee getrunken und da brauchte sie ein Stück Schokolade, da brauchte sie ein Stück Kuchen, was auch immer, ja, was man halt gewohnt ist. So bei uns in Deutschland um 3, 4 gibt es Kaffee, ja, so bin ich irgendwie aufgewachsen, zumindest am Wochenende. Und dann gibt es halt Kuchen dazu. So, also wer das kennt, schreibt gerne mal eine 1 rein. War das nur in meiner Familie so? Oder ist das ist doch bei uns irgendwie so Standard. Also zumindest früher, auch bei meiner Oma, da gab es immer Kuchen, ständig, ständig Kuchen. Ja, eure Fragen sehe ich alle, gehen wir gleich drauf ein. Ja, und sie hat dann Ketone getrunken und nach einer Woche oder so ruft sie mich an und sagt, also abgenommen habe ich noch nichts, weil ihr Hauptziel war abnehmen. Aber ich brauche gar nichts Süßes mehr. Ich brauche gar nicht mehr zur Süßigkeiten-Schublade. Ich brauche gar nichts mehr zum Kaffee dazu. Bin ich voll okay. Ich trinke jetzt nur noch meinen Kaffee, schwarz ohne Milch. Ich brauche keine Süßigkeiten mehr dazu. Und das ist halt super cool. Mittlerweile, meine Mama trinkt jetzt auch schon seit über 2 Jahren Ketone. Sie ist 62 mittlerweile. Sie hat übrigens durch die Ketone 3, 4 Kilo Muskelmasse aufgebaut. Die macht aber kein Krafttraining. Das ist Wahnsinn, was da die Ketone auch an Muskelschutz machen. Also deswegen liebe ich sie auch. Ich bin auch 6 Kilo schwerer als noch vor 2 Jahren. Nicht, weil ich fetter geworden bin, sondern wegen der Muskelmasse. Ketonkörper schützen die Muskeln, was natürlich fürs Alter richtig gut ist. Sie hat ihre Rheumaschmerzen sind quasi weg. Ja? Das Rheuma ist natürlich nicht weggeflogen, aber die Schmerzen sind so viel leichter. Sie konnte immer nicht so gut morgens ihre Kaffeetasse halten mit 2 Händen. Das war für sie unmöglich. Das hat ihr wehgetan. Die ist runtergefallen, wenn sie die in die Hand genommen hätte. Kann sie wieder machen, alles gar kein Problem. Und
Typ-2-Diabetes, also sie hat den Prädiabetes, den hat sie auch besiegt. Und das schon war 4, 5 Monate nach Start mit den exogenen Ketonen haben wir gemessen. Sie hatte jetzt keinen krassen hohen nüchternen Blutzucker, es war nur bei 109. Aber trotzdem, das ist einfach ein Prädiabetes. Alles, was über 100 nüchtern Blutzucker ist, ist ein Prädiabetes. Und sie hat ihn dann in 4, 5 Monaten versucht, geschafft zu verbessern auf 89,9, war dann in nüchtern Blutzucker. Ich habe es gar nicht glauben können. Ich weiß auch, das war letztes Jahr im Sommer, zeigt sie mir ein Blutbild. Wir sind im Biergarten gesessen, auf dem Handy einen Screenshot zeigt sie mir. Und ich habe dann erst gar nicht geglaubt. Ich habe, bist du sicher, dass das nicht verwechselt wurde beim Arzt? Ist das wirklich dein Blutbild? Das kann, also ist mega, aber das kann nicht so schnell gehen. Das ist ja Wahnsinn. Und dann war das richtige Blutbild, alles super. Es war wirklich ihr nüchtern Blutzucker. Sie war ihr Diabetes los. Und das war für mich so der Moment. Also ich bin fast da gesessen, habe angefangen zu heulen, weil ich mich so gefreut habe. Zum einen natürlich für meine Mama, weil sie einfach wieder metabolisch auf dem Weg der Gesundheit war, ja, stoffwechseltechnisch. Aber halt auch so für mich, dass ich sage, wow, also ich habe einfach jetzt mal richtig verstanden, wie genial die exogenen Ketone dich unterstützen können. Und sie hat halt nicht die strikteste Diät durchgehalten. Die hat gar keine Diät gemacht. Die hat halt einfach ein bisschen bewusster gegessen, ein bisschen mehr, also schlechte Kohlenhydrate reduziert, weniger Weißbrot gegessen, weniger Nudeln gegessen, mehr Gemüse gegessen. All diese Dinge hat sie einfach gemacht. Und das aber mehr oder weniger freiwillig und ganz von automatisch, ganz von alleine, weil sie einfach keinen Bock mehr hatte auf diese ungesunden Dinge. Sie ist ein bisschen mehr spazieren gegangen, weil sie mehr Energie hatte, was ja die Steffi auch sagt, mehr Energie. Das ist natürlich super, ja. Und das ist einfach genial. Also solche Erfahrungen, das habe ich teilweise, ich habe mittlerweile jetzt schon über 800 Kunden in den 2 Jahren, die Ketone trinken, die meisten auch regelmäßig. Und da habe ich schon so tolle Erfahrungen gemacht. Das finde ich immer phänomenal. Tina sagt auch, Ketone haben mein Leben ins Positive geändert. Übrigens auch, ja, voll. Also Tina, mega. Tina ist auch ein ganz tolles Beispiel. Die hat auch schon einiges an Gewicht verloren. Wir reden übrigens noch beim Gewicht verlieren, reden wir gleich noch drüber, wo sie wirklich ansetzen, dass du auch verstehst, dass sie keine runde Abnehmpille sind, aber wie sie dich trotzdem unterstützen können beim Abnehmen. Das ist super wichtig, das zu verstehen. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Kein Heißhunger mehr, das ist natürlich die halbe Miete. Da haben wir schon drüber gesprochen. Also, welche Keto-App kannst du empfehlen? Ursula, eine Keto-App an sich nutze ich jetzt selber nicht. Also die Frage ist, was genau brauchst du für eine App? Wahrscheinlich einfach nur eine, wo du Essen eingibst und die dir dann vorgibt, was du wie essen kannst. Ja, welche, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Eiweiß, wie viel Fette. Ich nehme da zum Beispiel DFFB heißt es, glaube ich, oder Jatsu, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, nutzen auch ganz viele. Wenn du das mal so, also Sabrina hat eine 1 reingeschrieben. Das ist gut. Was habe ich denn gefragt? Mensch, das ist schon so lange her. Ah ja, das mit dem Heißhunger, oder? Das habe ich, glaube ich, gefragt. Jetzt muss ich euch mal allen zuwinken hier. Wie oft am Tag sollte man Ketone trinken? Fragt die Steffi. 1 bis 2 Mal am Tag. Ja, 2 Mal für optimalen Nutzen. Es kommt natürlich voll auf dein Ziel an. Ja, wenn du jetzt Sportler bist und sie eigentlich nur zur Leistungsverbesserung brauchst, für mehr Energie, für mehr, ja. Energie im Körper für deine Sportart zum Beispiel macht es durchaus Sinn, dass du sie halt natürlich vor deinem Training trinkst, beziehungsweise vor deinem Wettkampf. Wenn du aber jetzt, wie die meisten, 98% meiner Kunden, sie als Unterstützung nimmst zum Abnehmen, als Unterstützung deine Insulinresistenz zu besiegen, als Unterstützung deinen Typ-2-Diabetes zu besiegen, dann wäre es natürlich schon sinnvoll, 2 Mal am Tag zu trinken. Ja, je öfter, desto, also je länger du sie quasi einsetzt und wenn du 2 Mal am Tag trinkst, spürst du natürlich einen höheren Nutzen, als wenn du sie nur einmal am Tag trinkst. Aber ich muss wirklich auch ehrlicherweise sagen, ich habe wirklich viele Kunden, die trinken sie nur einmal und die haben trotzdem tolle Ergebnisse und sind damit zufrieden. Ja? Und zum Beispiel die Tina hat, glaube ich, gestern irgendwo kommentiert, wenn ich mich richtig erinnere. Tina, wenn du noch dabei bist, verbessere mich gerne, wenn es nicht stimmt. Aber du hast gemeint, du nimmst nur noch ein halbes am Tag, ne? Und trotzdem hast du da echt einen guten Erfolg. Genau, also so viel zu der Frage. Den Kuchen, aha, der Kuchen zum Kaffee. Ja, genau. Sabrina hat auch immer einen Kuchen zum Kaffee gebraucht. Oder braucht ihn vielleicht immer noch. Ich weiß es nicht. Siggi Ulbrich. Wenn ich nur Obst und Gemüse esse, habe ich immer das Gefühl, nicht gegessen zu haben. Hey, bin ich voll bei dir? Und dann kommt der Heißhunger. Können mir da die Ketone helfen? Also, Siggi. Das ist mal ein sehr wertvoller Kommentar. Danke dafür. Und übrigens, ich habe nicht vergessen auf TikTok, ich sage euch gleich noch, welche Ketone ich empfehle. Also ich liebe den Kommentar, weil grundsätzlich ist der halt zweigeteilt.
Ja, klar helfen dir die Ketone, wie gerade beschrieben, mit dem Blutzucker zu reduzieren, damit weniger Heißhunger zu haben. Aber was du unbedingt machen solltest, egal ob du jetzt Ketone trinkst oder nicht, bei deiner Ernährung natürlich nicht nur Obst und Gemüse zu essen. Ganz, ganz wichtig, ja. Was fehlt denn da? Wenn du nur Obst und Gemüse isst, was fehlt denn da? Schreib gerne mal rein, was dann fehlt. Ein bisschen Wasser muss ich auch noch trinken. Wenn du nur Obst und Gemüse isst, dann haben wir definitiv in dieser Mahlzeit kein Fett gehabt und kein Eiweiß. Und dann wundert es mich nicht, dass du Heißhunger hast. Also, jede Mahlzeit, kannst du dir merken, baue jede Mahlzeit folgendermaßen auf. Genau, Eiweiß, sagt die Silvia, sehr gut. Wenn das dein Teller ist, die Hälfte deines Tellers sollten Salat, Gemüse, Ballaststoffe sein. Die Hälfte des Tellers, genau, klar, Protein. Eiweiß, Fette, ja, super. Ich habe nicht lange genug gewartet, es tut mir leid, ich bin immer so ungeduldig. Ich verrate immer gleich alles, wenn nichts kommt. Die Hälfte des Tellers Salat, Gemüse, Ballaststoffe. Eine Portion gesunde Fette, eine Portion Eiweiß dazu. Und dann kannst du, wenn du magst, noch gute langkettige Kohlenhydrate hinzufügen, wie Quinoa, Hülsenfrüchte, stärkehaltiges Gemüse oder eine Süßkartoffel. Das sind alles tolle Kohlenhydratquellen, ja. Aber kein Getreide, kein Vollkornzeug, diese Dinge eher nicht. Das heißt, wenn du sicher gehst, dass du in jeder deiner Mahlzeiten, wo du Gemüse dabei hast, auch gesunde Fette und Eiweiß dabei hast, dann hast du auch keinen Heißhunger und dann hast du auch nicht das Gefühl, nicht gegessen zu haben, weil satt wirst du ja vom Eiweiß, von den gesunden Fetten. Und natürlich von den Ballaststoffen, die sich auch im Gemüse befinden. Und wenn du diese, ich sage immer, das ist wie eine Art Faustformel für eine gesunde Mahlzeit, wenn du dir die einfach antrainierst und jede deiner Mahlzeiten so isst und keine Snacks dazwischen, dann kannst du eigentlich schon gar nichts mehr falsch machen. Dann musst du auch nicht unbedingt Kalorien zählen oder Makronährstoffe zählen oder sonst irgendwas, weil du automatisch dann richtig liegst. Und dann reguliert sich auch, wenn du das mal über einen längeren Zeitraum machst, ja, wenn du dann von dem Zuckerentzug, wenn du da mal durch bist, wenn du das geschafft hast, dass dein Körper da jetzt frei ist, frei von Zucker, ja, es klingt so, als wäre es eine Droge, aber so ein bisschen irgendwie ja schon, ne? Das heißt, dann merkst du auch, du kannst davon satt werden. Und wenn du Kohlenhydrate essen würdest, also wenn du da zum Beispiel ein Weißbrot oder so dazu essen würdest, dann hättest du viel schneller wieder Hunger, wie wenn du keins isst. Ja? Also das ist einfach mal so die Empfehlung. Das heißt, Ziggy, ja, die Ketone helfen dir dann natürlich und aber auch unbedingt schauen, was du mit deiner Ernährung machst, dass du diese gesunde Faustformel für eben eine gute Mahlzeit einhältst. Und dann zum Obst möchte ich noch was sagen. Das ist nämlich auch manchmal eine. Ich habe früher auch immer zum Beispiel Obst gefrühstückt oder viel Obst gegessen und teilweise nur Obst gegessen, weil ich gesagt habe, ich möchte abnehmen, ich bin gesund, ich möchte mich gesund ernähren. Und für uns ist doch alle irgendwie, zumindest für die, die sich noch nicht so gut auskennen mit dem Thema, alle denken, Obst wäre der heilige Gral, wenn es um Vitamine und Gesundheit geht. Obst ist gesund, oder? Dabei ist es leider nicht so ganz der Fall. Also es ist nichts gegen Obst einzuwenden. Natürlich haben wir Vitamine und Ballaststoffe und Mineralien und so weiter im Obst. Aber viel, viel mehr haben wir davon im Gemüse. Das heißt, unsere Vitamine holen wir uns aus dem Gemüse, da brauchen wir kein Obst essen. Und wenn wir Obst essen, also wir müssen uns einfach bewusst sein oder seid ihr bewusst, dass Obst ist ein Dessert. Obst ist eine Zuckerbombe. Ein Apfel, eine Banane, das hat wahnsinnig viel Fruchtzucker. Heißt nicht, dass du das nie mehr wieder essen darfst, wenn du abnehmen möchtest oder deine Insulinresistenz besiegen möchtest. Heißt nur, dass du lernen musst, es klug einzusetzen. Also nie Obst alleine isoliert auf nüchtern Magen essen, so wie ich das früher gemacht habe. Das Schlimmste für den Blutzucker, was du machen kannst, der schießt nämlich nach oben. Wenn ich einen Apfel esse und mit nichts dazu auf nüchtern Magen, geht mein Blutzucker bis 160, manchmal sogar höher. Wenn ich jetzt aber diesen Apfel mit einem griechischen Joghurt, Leinsamen, Hanfsamen in Kombination esse, steigt der Blutzucker vielleicht nur um die Hälfte. Und wenn ich diesen Apfel dann ans Ende der Mahlzeit setze, von so einer gesunden Mahlzeit, wie ich sie gerade erwähnt habe, selbst wenn ich am Ende noch eine halbe Süßkartoffel gegessen habe und dann als Dessert einen Apfel, steigt der Blutzucker trotzdem nicht so stark an. Das heißt, Obst, du kannst schon Obst essen, aber setz es klug ein. Das bedeutet, nicht isoliert auf nüchtern Magen und nie alleine, immer in Kombination mit Fetten und Eiweiß oder ans Ende der Mahlzeit als Dessert. Und dann als Dessert nicht warten eine Stunde und dann einen Apfel essen, sondern wirklich das Dessert sofort anhängen an die Mahlzeit. Auch wenn du mal, wer isst gern Tiramisu? Also ich liebe Tiramisu. Ich liebe Tiramisu. Ich mache mittlerweile auch ein ganz tolles Keto-Tiramisu. Ich brauche gar kein Zucker-Tiramisu mehr, aber nehmen wir mal an, wir wollen, du bist beim Italiener, da gibt es kein Keto. Tiramisu, ja. Du hast vielleicht irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Pizza gegessen und einen Salat und jetzt willst du noch ein Tiramisu. Also es ist mal nicht so gut der Tag ernährungstechnisch,
Aber egal, das wollen wir machen. Was machen wir? Wir bestellen das Tiramisu so, dass es gleich am Ende der Mahlzeit kommt, als Dessert. Und nicht eine Stunde warten und dann Tiramisu essen. Ja, das heißt, du kannst es auch mit zuckerhaltigen Sachen oder Schokolade, wenn du mal essen möchtest, setz hier ans Ende der Mahlzeit als Dessert. Und ebenso auch mit dem Obst. Und klar hast du dann vielleicht auch Sigi von dem Obst Heißhunger bekommen. Weil Obst, Blutzucker schießt nach oben, schießt er wieder nach unten, dann kommt der Heißhunger. Das heißt, wenn du Obst isst, in Kombination mit Eiweiß und gesunden Fetten und oder ans Ende der Mahlzeit als Dessert. Jetzt bin ich da echt, habe ich das sehr weit ausgeholt. Aber ich glaube, das war super wertvoll für viele andere auch, die mit dabei waren, die sich vielleicht, manche haben das vielleicht jetzt auch zum ersten Mal gehört, Blutzucker und Obst ans Ende der Mahlzeit. Manche sagen noch auch Obst als allererstes wegen der Verdauung. Ja, du musst halt immer überlegen, was ist mein Ziel und Kompromisse musst du immer machen. Ja? Das heißt, wenn dein Ziel ist, Bauchfett zu reduzieren, wenn dein Ziel ist, Insulinresistenz zu verbessern, endlich gesund abzunehmen und alles hast du schon probiert, dann würde ich das Obst nicht vorab essen. Dann isst das Obst ans Ende der Mahlzeit als Dessert und achte auf deinen Blutzucker, lerne deinen Blutzucker kennen. Ich mache das immer super gerne und auch meine Kunden machen das mittlerweile immer häufiger. Bin ich total stolz auf meine Kunden. Die holen sich auch so einen Blutzuckersensor, den sie 2 Wochen im Arm haben können. Das tut nicht weh, das ist einfach so ein Applikator, den stampfst du dir da rein gefühlt, so wie so ein Stempel. Und dann ist der da drin, das ist auch keine Nadel, das ist wirklich nur so ein, ist biegsam, so ein Sensor. Den hast du dann in deiner Haut und da wird dann ständig getrackt, was dein Blutzucker macht für 2 Wochen. Das hast du dann auf einer App am Handy automatisch, zum Beispiel mit dem Freestyle Libre 3. So heißt eben dieser Blutzuckersensor, den kannst du bestellen, entweder auf der Webseite selber oder du gehst über Hello Insight. Das ist eine coole zusätzliche App, die auch diesen Freestyle Libre 3 nutzt. Und in dieser App kannst du sogar noch eingeben, was du gegessen hast. Du kannst sogar als Frau, kannst du sogar das Hormonpaket nehmen. Da kannst du sogar deine Zyklusinformationen eingeben, denn auch in den verschiedenen Phasen deines Zykluses reagiert dein Blutzucker anders. Und dann ist es super spannend, wenn du da mehr darüber lernen willst. Außerdem hast du in dieser App massig Input. Du kannst wirklich von der Pike auf lernen, warum der Blutzucker wichtig ist, stabil zu halten, warum der Blutzucker das A und O für deine Gesundheit ist, warum du einen stabilen Blutzucker brauchst, um langfristig nicht krank zu werden und um gesund abzunehmen. Die wenigsten wissen das leider. Ich denke mal, in 5-10 Jahren spätestens wird das Golden Standard sein bei jeder Ernährungsberatung, dass jeder so einen dämlichen Sensor bekommt und dann wird mal gemessen und so wird sich dann ernährt, dass der Blutzucker einfach stabil bleibt. Und dann ist auch diese Frage Vollkornzeug, Haferflockenzeug, da wird man dann auch sehen, Mensch, also damit steigt der Blutzucker auch. Sabrina fragt, ob die App zu Freestyle Libre kostenlos ist. Genau, also du zahlst den Freestyle Libre, ich glaube, schlag mich tot, 54 € für 2 Wochen, wenn ich mich richtig erinnere. Und diese Freestyle Libre App ist da dabei. Also die ist natürlich im Preis inbegriffen. Die kannst du runterladen und dann kannst du die connecten mit deinem Blutzuckersensor. Da hältst du es einmal das Handy drüber, dann hat er das erkannt. Und dann weiß er, okay, für 2 Wochen wollen wir jetzt hier messen. Die App, also die Hello Insight App, die den Freestyle Libre auch nutzt und den auch verschickt, die kostet extra. Also da zahlst du quasi bei Hello Insight das ganze Paket. Du kannst das Blutzuckerpaket nehmen oder das Hormonpaket. Und da hast du dann den Freestyle Libre dabei, die Freestyle Libre App und die Hello Insight App. Und der Vorteil ist halt, wenn du das ganze Kombipaket machst mit Hello Insight, du lernst halt noch mehr, weil ansonsten hast du nur, hallo Tobias, du hast nur die Hello Insight App, Entschuldigung, du hast nur die Freestyle Libre App und wenn du dich damit nicht auskennst, hilft dir das auch, dann hast du deinen Blutzuckergrafen und jetzt, also das heißt, ein bisschen schwierig. Das heißt, also es geht, klar, du kannst natürlich auch alles online lesen, du kannst bei mir auf dem Profil alles lernen, kein Thema, du kannst mich dann auch gerne immer fragen, aber in der Hello Insight App kannst du halt noch dein Essen eintragen, wie gesagt, deine Zyklusinformationen, du hast verschiedene Kapitel und lernst Schritt für Schritt, was gut ist für den Blutzucker, was nicht und du hast da viele schönere Graphen, ganzes Tagesprofil, Verlauf, Durchschnitt, also die App ist Spitzenklasse, ja, es kommt halt auch ein bisschen darauf an, wie viel Geld du dafür ausgeben willst, natürlich ist die Hello Insight App inklusive den Freestyle Libre teurer als nur der Freestyle Libre alleine, das musst du einfach entscheiden, was dir denn wichtig ist. Oder Sigi muss leider wieder arbeiten. Vielen Dank, werde mich direkt bei dir melden. Schönen Tag weiterhin. Sigi, freut mich, dass du dabei warst. Wir wünschen dir noch einen guten Arbeitstag und hoffentlich ein schnelles, baldiges Wochenende mit schnellem Feierabend. Genau, also Blutzucker tracken, um zu wissen, wie reagiert dein Blutzucker auf verschiedene Lebensmittel. Das macht total Sinn. Und es ist auch bei jedem individuell. Ja? Bei mir ist zum Beispiel so, dass es mit kleinen so Kirschtomaten relativ stark ansteigt, der Blutzucker, bei jemand anderen vielleicht eher nicht. Ja? Also
du findest raus, welche Lebensmittel für dich dann gut sind und wie du sie einsetzen kannst. Dann hatten wir hier noch die Frage von TikTok, welche Ketone ich empfehle. Das möchte ich noch schnell beantworten. Auf jeden Fall haben wir gesagt, es müssen RBHB-Ketone sein. Bedeutet 100% bioidentisch zu denen, die dein Körper selbst herstellt, wenn du dich ketogen ernährst oder wenn du fastest. Und die kannst du gerne bei mir bestellen, inklusive Betreuung. Heißt, du hast meine WhatsApp-Betreuung dabei. Heißt, wenn du Fragen hast, kannst du jederzeit mir auf WhatsApp schreiben. Also du kannst über den Linktree gehen in mein Profil, der allererste Link, der führt dich in mein WhatsApp und dann schicke ich dir gerne mehr Infos und auch gerne den Shop-Link. Der Text für WhatsApp, der dann da, also der ist schon vorgeschrieben, habe ich dir schon leicht gemacht. Das heißt, schreib noch deinen Namen dazu, schreib dazu, dass du hier mit im Live warst und super gerne gebe ich dir dann mehr Infos zu den Ketonen und auch gerne den Shop-Link. Und wenn du Fragen hast, jederzeit gerne. Wir haben auch gerade ein cooles Angebot jetzt noch. Dann rentiert sich das auf jeden Fall, das einfach mal auszuprobieren. Genau, wir gehen gleich noch mehr aufs Thema Abnehmen ein, in Kombination mit den exogenen Ketonen. Also wenn ihr noch Fragen habt an alle Neuen, die jetzt dabei sind, einfach deine Frage hier reinstellen, auch wenn es ums Thema Ernährung geht. Hatte vorher der Sigi die Frage, super gerne nehmen wir natürlich auch mit. Und vielleicht noch kurz erklärt, was ist bei der Betreuung noch mit dabei? Das wollen auch immer viele wissen, hatte ich gestern auch noch tatsächlich eine Frage. Also WhatsApp-Betreuung natürlich, aber tatsächlich auch Ernährungsempfehlungen, Einnahmeempfehlungen sowieso, aber auch Dinge wie eben diese Faustformel für eine gesunde Mahlzeit gibt es sogar in Bildform. Beispiele für gesunde Lebensmittel, ja, was sind gesunde Fette, was sind gesunde Kohlenhydrate, was sind gute Eiweißquellen, all das ist da mit dabei. Eine Guideline, wie du deine Insulinresistenz besiegen kannst, wirklich Schritt für Schritt, was du, danke für die Herzen, was du umsetzen kannst, um deine Insulinresistenz zu besiegen. Das bedeutet einfach zum Thema Ernährung, zum Thema Bewegung, zum Thema Schlaf und zum Thema Nährstoffe, alles, was du brauchst, um endlich gesund abzunehmen. Und das ist natürlich mega genial, weil das alleine, wenn ich das aufrechne, ist das schon viel, viel teurer alleine, wenn ich das anbieten würde, als die exogenen Ketone. Das heißt, du hast da echt ein ganz tolles Betreuungskonzept mit dabei. Also wenn dich das interessiert oder du erstmal nur mehr Infos möchtest, gerne über den Linktree in meinem Profil, der allererste Link, der führt dich in mein WhatsApp. Ich schicke dir dann gerne mehr Infos. Oder wenn du auf Instagram bist, natürlich gerne auch immer eine Nachricht, wenn dir das lieber ist, hier auf Instagram zu kommunizieren. Die Marlene fragt, wie viel Zeit soll nach dem Essen vergehen, dass es sinnvoll ist, den Blutzucker zu messen? Super Frage. Also wenn du keinen kontinuierlichen Blutzucker hast, weil der macht Blutzuckersensor hast, der macht es ja kontinuierlich, deswegen heißt er so, und du dich pieksen möchtest oder willst, dann macht es definitiv Sinn, eine Stunde nach dem Essen. Also du isst was, eine Stunde danach. Dann weißt du ungefähr, wie hoch der Peak ausgefallen ist, wie hoch der Blutzucker gestiegen ist. Und dann sollte er 4 Stunden, also dann sollte er nicht so viel, idealerweise nicht so viel mehr als 140 steigen. Und nach dem Essen 4 Stunden, allerspätestens 4 Stunden nach dem Essen, sollte er unbedingt wieder unter 100 sein. Das wäre wirklich ratsam, das wäre wünschenswert, das wären normale Blutzuckerwerte. Wenn dem nicht so ist, weil du schon eine Insulinresistenz hast, weil du vielleicht auch mal schlecht geschlafen hast, ja, schlechter Schlaf beeinflusst direkt den Blutzucker am nächsten Tag, ja, das ist Wahnsinn, das hängt wirklich, sind Bruder und Schwester, die zwei, die, oder Zwillinge kann man eher sagen, ja, die hängen auf jeden Fall zusammen. Oder wenn du Diabetiker bist, hast du natürlich komplett andere Werte, das ist logisch. Genau, aber wenn du wirklich mal verstehen möchtest, was dein Blutzucker macht und das mal kontinuierlich messen willst, kann ich dir den Sensor einfach nur empfehlen. Und keine Sorge, den musst du ja nicht für immer tragen. Das machst du einmal für 2 Wochen, investierst den 50er oder was auch immer, wenn du die App nimmst, ein bisschen mehr, wenn du es über Hello Insight machst und hast du es verstanden. Dann weißt du, was dein Blutzucker zu den diversen Lebensmitteln sagt und dann musst du den auch nicht immer tragen, weil dann hast du es auch im Gespür und merkst es vielleicht sogar, wenn du einen Blutzuckercrash hast, weil du müde bist, weil du launisch wirst, weil du Heißhunger kriegst, weil du plötzlich einfach die Leute um dich rum nur noch anpampst und du weißt eigentlich gar nichts, was warum? Du hast eigentlich gar keinen Grund. Kann der Blutzucker sein, ja. Sehr gut und einfach erklärt. Danke für die vielen wertvollen Informationen. Ursula, freut mich, dass ich dir da weiterhelfen kann. Sehr, sehr cool. Das ist auch meine Mission. Ich habe es anfangs im Live gesagt. Meine Mission ist tatsächlich, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Und das ist tatsächlich eine sehr riesengroße Mission. Da brauche ich natürlich auch eure Hilfe, indem dass ihr auch die Inhalte, das Ganze, was ihr hier lernt, auch teilt mit anderen und das einfach auch mit mir in die Welt einfach raustragt. Das wäre halt so,
ganz großer Wunsch von mir, dass ich das einfach nicht alleine machen muss. Ich bin auch total happy, weil immer mehr entweder Teampartner oder andere Kollegen in dem Bereich auf dieses Thema Blutzucker zu sprechen kommen. Immer mehr Menschen verstehen, wie es funktioniert. Immer mehr Menschen verstehen, dass du Ketose einsetzen kannst, ja, und dass du zum Beispiel auch exogene Ketone als Unterstützung nehmen kannst. Da gehen wir gleich noch drauf ein, wie sie dich wirklich unterstützen beim Abnehmen. Ist das Blutzuckergerät irgendwo bei dir verlinkt? Genau, Tina hat schon geantwortet. Mega, dankeschön. Linktree ist nicht für jeden verständlich, vielleicht erklärt. Ja, genau, also im Linktree in meinem Profil, also der Linktree ist der Link in meinem Profil, da gibt es nur einen Link, da gehst du rein und der allererste Link führt dich in mein WhatsApp und das Blutzuckergerät ist auch verlinkt. Ich glaube, es ist der vorletzte Link, ganz unten. Ganz unten ist YouTube verlinkt und der vorletzte Link, das ist das Blutzucker oder das ist die Hello Inside App. Oder du googelst einfach Freestyle Libre und holst dir den einfach online über die Freestyle Libre Seite und bestellst nicht bei Hello Inside. Es kommt halt ein bisschen darauf an, wie viel Geld du ausgeben möchtest. Genau, Tina hat auch lange den Freestyle Libre dran gehabt, um das mal zu sehen. Endlich verstehe ich, was mein Blutzucker ansteigen lässt. Ja, das ist nämlich, wie schon gesagt, super individuell. Also das ist echt sehr, 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 sehr spannend. Genau, gehen wir nochmal ein bisschen darauf ein, wie dich die exogenen Ketone unterstützen beim Abnehmen. Also wir haben ja schon gesagt, die Vorteile der Ketose, wenn du Ketonkörper im Blut hast, du hast mehr Fokus, du hast mehr Energie, du hast eine erhöhte Fettverbrennung mit gleichzeitigem Muskelschutz, du hast aber auch besseren Schlaf, bessere Haut, bessere Verdauung, Blutzuckerregulierung und weniger Entzündungen. So, das sind jetzt die allgemeinen Vorteile der Ketose. Es wird nicht jeder alle Vorteile gleichzeitig spüren. Also selten. Die Ketone gehen immer dorthin in den Körper, wo die größte Baustelle ist. Sagen wir es mal so. Und wie kannst du jetzt, oder wie können dich die Ketone beim Abnehmen unterstützen? Naja, wenn du mehr Energie hast, möchtest du dich automatisch mehr bewegen. Du bist viel freudvoller in deinem Alltag. Du kannst viel mehr managen, du kannst viel mehr schaffen. Hast vielleicht dann auch mehr Zeit für Sport, weil du andere Dinge schneller bewältigen kannst. Oder auch wieder Energie und Lust für Sport. Ganz oft habe ich Kunden, die mir sagen, okay, ich mache alles, was du sagst, aber ich mache keinen Sport. Ich hasse Sport, ich bin Bewegungsmuffel, ich gehe spazieren, aber ich mache keinen Sport. Ich so, okay, dann starten wir so, ist doch super. Hauptsache, du gehst spazieren, irgendwie bewegen, wäre gut, ja. Und dann nach 2 Wochen, 3 Wochen Ketone trinken oder auch schon früher, schreiben sie mir plötzlich eine Nachricht, ich habe mich jetzt doch im Fitnessstudio angemeldet, ich habe jetzt doch Bock auf Krafttraining oder ich mache jetzt doch irgendwie Zumba oder ich gehe jetzt zum, wie heißt denn dieses Ding hier mit dem Reifen? Wie heißt denn das? Wisst ihr, was ich meine? Hula Hoop, so heißt es, genau. Was auch immer, ja, habe ich schon alles erlebt, total genial. Das heißt, mehr Energie, du möchtest dich automatisch mehr bewegen, das hilft dir natürlich indirekt beim Abnehmen extrem. Ja, das ist logisch. Wenn dein Blutzucker reguliert wird, also dein Blutzucker gesenkt wird, das haben wir vorher schon gesagt, die größte Hürde beim Abnehmen ist einfach mal eliminiert. Kein Heißhunger mehr. Das ist schon das Nonplusultra einfach. Ja. Und du hast natürlich die Möglichkeit, deine Blutzuckerwerte, deine Insulinwerte dann auch entsprechend zu verbessern, indem dass du halt auch eine gute Ernährung mit an den Tag legst, also eine blutzuckerkonforme Ernährung. Das heißt, damit hast du schon mit der Blutzuckerregulierung der exogenen Ketone einfach so die zweite Unterstützung beim Abnehmen. Dann, wenn du besser schläfst, Ketonkörper verlängern deine Tiefschlafphase. Das bedeutet, in der Tiefschlafphase werden ja vor allem auch die Hormone für die Fettverbrennung gebildet. Das bedeutet, wenn du eine längere Tiefschlafphase hast, jede Nacht, umso besser wird deine Fettverbrennung funktionieren, umso besser funktioniert deine Regeneration auch. 100% deiner mentalen Regeneration findet im Schlaf statt. 70% deiner körperlichen Regeneration findet auch im Schlaf statt. Also der Schlaf, ich habe schon gesagt, Schlaf und Blutzucker sind Zwillinge. Der Schlaf, mit dem Schlaf steht und fällt dein Leben. Guter Schlaf, gutes Leben, schlechter Schlaf, schlechtes Leben. Und wenn du tatsächlich was hast, in etwas Natürliches, in Form von den exogenen Ketonen, die dir helfen, die Tiefschlafphase zu verlängern, ja, Spitzenbombe. Da wird sich dein Fettstoffwechsel 1000-mal bei dir bedanken, weil er sagt, wow, das ist einfach mega. Vielen, vielen Dank, ja. Wenn Entzündungen im Körper reduziert werden, das ist so das Nächste, wo ich sage, wow, okay, Entzündungen entstehen immer, wenn du abnehmen möchtest. Ja, das geht gar nicht anders. Und diese Entzündungen müssen erstmal wieder gesenkt werden. Und wenn du dann was hast, auch natürlich, dass du jeden Tag einnimmst, ja, jeden Tag eben die Vorteile der Ketose hast, also auch eine Entzündungsregulierung, dann hast du da natürlich auch schon mal die halbe Miete. Das heißt, du siehst schon, die Ketone sind kein Wundermittel, das sage ich immer wieder, keine Wunderabnehmpille, aber sie helfen dir mega genial, einen gesünderen Lebensstil an den Tag zu legen. Das heißt, weil eben gesünder Lebensstil, du musst dich mehr bewegen, du musst besser schlafen, du musst deinen Blutzucker in den Griff kriegen, all diese Dinge
Das heißt gesunder Lebensstil. Und da helfen dir die Ketone, dass du das leichter schaffst umzusetzen. Wird dir viel leichter fallen, auf Zucker zu verzichten, wenn du einfach kein Verlangen mehr danach hast oder wenn du keinen Heißhunger mehr hast. Und das ist so einfach so dieser größte Hebel. Und jetzt vielleicht noch als letztes, weil vorher auch diese Frage kam, was macht denn der Körper mit den exogenen Ketonen? Wie reagiert er dann, wenn er dann Ketone kriegt, die einfach überhaupt, die er gar nicht selber hergestellt hat? Im Prinzip ist es, wie gesagt, ja eins zu eins wie zu denen, die er selber herstellt. Aber er wird definitiv sich einfach freuen und diese Energie mitnehmen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich einfach richtig spannend. Jetzt war hier noch eine Frage, beziehungsweise ein Kommentar. Mein Blutzuckerwert ist von Durchschnitt 125 auf 90 gesunken durch die Ketone. Wow, Tina, richtig gut. Du hast ja auch den Blutzuckersensor mal 2 Wochen getragen. Wie du sagst, du hast auf jeden Fall gelernt, was dein Blutzucker macht. Ich kann es hier leider nicht mehr scrollen. Ah, jetzt geht's wieder. Mein HbA1c-Wert von 5,9 auf 4,9. Ab 6 Millimol wäre das schon Diabetes Typ 1. Ja, also da hast du natürlich richtig gut verbessert. Deine Insulinresistenz, man weiß nicht genau, ob sie schon weg ist. Ja, da müsste man jetzt Insulin im Blut messen, also nüchtern Insulin im Serum oder den HOMA-Index, um zu wissen, hast du deine Insulinresistenz schon los? Wahrscheinlich ist sie noch leicht da, aber du hast wahrscheinlich den Wert schon maßgeblich verbessert. Zusätzlich machst du noch 16-8-Intervallfasten, kein Süßes, kein Zucker, kein Alkohol, nur 2 Mahlzeiten. Perfekt, ja. Ich sage immer 2 bis 3 Mahlzeiten, das reicht vollkommen aus, wie vorher auch mit der Faustformel für eine gesunde Mahlzeit erklärt. Und 2 Mahlzeiten, wenn du Intervallfasten machst, 3 Mahlzeiten, wenn du halt regulär normal isst. Und dann kannst du halt, zum Beispiel, wenn du sagst, du machst Intervallfasten, du lässt das Frühstück weg, das mache ich ganz oft, ja, wenn ich einfach keinen Hunger habe, auch in der Früh, dann trinke ich halt am Vormittag zum Beispiel meine Ketone. Oder du würdest sie Nachmittag trinken, was am meisten einfach Sinn macht für dich, wie es am besten in den Alltag passt. Aber auf jeden Fall nicht ständig snacken dazwischen. Ja? Es kursiert immer noch dieses Gerücht von alt, also von früher, dieses alte Gerücht von früher, was immer noch viele Kollegen leider behaupten und leider auch noch viele Ärzte immer wieder weitergeben. Hey, mehrmals am Tag essen, damit der Blutzucker stabil bleibt, damit der Stoffwechsel weiterarbeiten kann. Das ist vollkommener Bullshit, Freunde. Also wirklich Bullshit. Keine Snacks dazwischen. Du musst, gib deinem Körper mal eine Essenspause. Du musst nicht alle 2, 3 Stunden irgendwas essen. Ja, 2 bis 3 Mahlzeiten reicht, keine Snacks und dann bist du mega gut aufgestellt. Wenn du dann für jede Mahlzeit noch diese Faustformel nutzt für eine gesunde Mahlzeit, die ich dir vorher an die Hand gegeben habe, dann machst du alles richtig und dann musst du auch, wie gesagt, keine Kalorien zählen, keine Makronährstoffe tracken. Ich würde einfach den Blutzucker nochmal tracken, um einfach, hey, einfach mal zu checken, was macht der Blutzucker? Genau, keine Snacks mehr. Wenn du dann doch mal Hunger hast zwischendrin, weil du vielleicht deine Mahlzeit war zu klein, du hast noch Hunger, du kannst natürlich dann auch mal ein paar Nüsse oder so essen, ja, als gesunder Snack. Aber trotzdem wäre das Ziel, auch gerade bei Insulinresistenz, nicht mehrmals am Tag zu essen, ja. 2 bis 3 Mahlzeiten, das reicht vollkommen aus. Genau. Ja, jetzt haben wir auch geklärt, wie dich die exogenen Ketone unterstützen können beim Abnehmen. Wie gesagt, mir ist immer wichtig, dass du verstehst, dass es kein Wundermittel ist, dass es nie funktioniert. Nieren wird nur was zu trinken, was zu schnupfen, was zu rauchen oder was zu inhalieren oder was zu essen, trinken, nehmen und du nimmst auf wundersame Weise ab. Das wird nie funktionieren, niemals im Leben. Deswegen, du musst immer auch deinen Lebensstil umändern, also verändern zum Positiven mit Ernährung, Bewegung, Schlaf und Nährstoffen, so wie wir es vorher gerade besprochen haben. Wie wäre ein optimaler Blutzuckerwert? Das kommt darauf an. Also Marlene haben wir ja vorher schon gesagt, aber ich wiederhole es gerne nochmal. Vielleicht bist du erst später reingekommen. Also grundsätzlich nüchtern sollte er definitiv unter 100 sein. Das wäre wünschenswert. Wenn er über 100 ist, ist es ein Prädiabetes. Wenn er über 120 ist, dann nüchtern Blutzucker, ist es ein Diabetes. Dann, wenn du was gegessen hast, sollte er die Stunde nach dem Essen nicht so viel mehr als 140 steigen. Ja, wenn er höher mal steigt, weil du was isst, wo er einfach höher steigt, ja, oder einfach einen Apfel isoliert auf nüchtern Magen essen würdest, dann ist es so, dass er schon mal weiter steigen kann. Aber so 140 wäre einfach gut, dass mit jeder Mahlzeit nicht weiter so ansteigt. Und dann 4 Stunden später, nach dem Essen, spätestens 4 Stunden später, sollte er unbedingt wieder unter 100 sein, dein Blutzucker. Das wären so normale Werte für einen gesunden, stoffwechseltechnisch gesunden Menschen.
ganz viele Menschen da draußen können diese Werte absolut nicht abrufen, ganz klar, die sind viel, viel höher, weil sie entweder Diabetiker sind oder schon eine ausgeprägte Insulinresistenz haben. Aber das sind die Zielwerte, wo wir wieder hinkommen wollen. Ja? Und das kannst du eben über deine Ernährung, über deinen Lebensstil, mit mehr Bewegung, übrigens auch mit Krafttraining, das macht nämlich die Zellen wieder sensitiver dem Insulin gegenüber. Und vor allem auch die Nährstoffe auffüllen, das habe ich anfangs schon gesagt, wie wahnsinnig wichtig das ist. Und da kannst du dir als Unterstützung, wenn du möchtest, auch die exogenen Ketone einfach dazu nehmen. Für einen leichteren, schnelleren Weg. Ja. Kannst du abnehmen? Kannst du deine Insulinresistenz besiegen? Kannst du deinen Typ-2-Diabetes besiegen ohne exogene Ketone? Ja, natürlich. Das haben davor ganz viele Menschen geschafft. Schaffst du immer noch? Ist es schwieriger? Ja, auf jeden Fall. Wird es länger dauern? Definitiv. Wirst du vielleicht auf dem Weg irgendwann aufgeben und sagen, leck mich am Arsch, ich habe keinen Bock mehr? Auch wahrscheinlich. Ja. Ich merke das immer in meinem Coaching. Ich mache ja auch normales Ernährungscoaching. Also ganz normales Coaching. Ich helfe den Menschen raus aus der Insulinresistenz, den Typ 2 Diabetes zu besiegen. Und ich habe dann auch manchmal Leute im Coaching, die keine Ketone trinken. Die sagen, ich möchte es nicht machen, ich möchte es anders machen. Sag ich, hey, du, gar kein Thema, können wir machen. Aber bis jetzt, es war nur eine Person, die bis jetzt gesagt hat, die dabei geblieben ist. Also alle anderen haben gesagt, okay, jetzt hau doch mal doch die Ketone raus, ich möchte es mir leichter machen. Ja? Weil warum sollst du unnötig kämpfen und dich quälen, wenn es einfach leichter geht? Das ist halt so meine Devise. Aber das muss jeder für sich entscheiden, wo er steht und wie er es einfach machen möchte. Ich kann dir nur so viel sagen, ja, Feedback von meiner ganzen Family, von meinen Freunden, von mir, von über 2,5 Jahre Erfahrung mit den exogenen Ketonen und über 800 Kunden weltweit in, glaube ich, 9 verschiedenen Ländern, kannst du, also wenn du sie einmal getrunken hast, wirst du merken, okay, was passiert wirklich? Ja, und es ist bei manchen noch nicht nach 1-2 Mal trinken, die merken am Anfang gar nichts. Es gibt Leute, die merken sofort was, wie ich, so mit der mentalen Klarheit, Energie, was vorher die Steffi gesagt hat, mega genial. Aber dann gibt es auch Leute, die merken 2 Wochen gar nichts. Die denken so, willst du mich verarschen? Ist das irgendwie, was ist da drin? Ich spüre nichts. Ganz unterschiedlich, ja. Aber es gibt niemanden, der einen Monat lang, 2-mal am Tag, oder sagen wir mal eigentlich 60 Tage lang, kann man sagen, 2 Monate lang, 2-mal am Tag Ketone getrunken hat und nicht gespürt hat, was im Körper passiert, ja. Und das kann bei jedem ganz anders ausfallen, aber es ist einfach phänomenal, was da die Ketone, regelmäßige Zufuhr von Ketonen im Blut, regelmäßige Bereitstellung von einer effizienten, reinen Energiequelle für den Körper, was da alles passieren kann im Körper. Steffi sagt, sie findet die Ketone sehr süß. Bin ich bei dir? Also ich habe jetzt heute zum Beispiel einen Geschmack Citrus Green Tea. Sorry, den gibt es nicht in Europa zu kaufen. Das ist ein Geschmack aus den USA, aber der ist absolut nicht süß. Ich liebe auch gerade Sweet Tea Lemonade. Ich liebe Lime Thyme. Die gibt es bei uns schon zu bestellen. Gerade auch für Smartship-Kunden mit dem Shop erhältlich. Auch absolut nicht süß. Es gibt verschiedene Geschmäcker, die nicht so süß sind. Es gibt aber auch Geschmäcker, wo ich mir denke, holla die Waldfee, ist das euer Ernst? Ja, man muss halt sagen, die Amerikaner haben einen anderen Sinn für Süßigkeit. Ja, für süß. Sie sind einfach irre. Sorry, so kann man das einfach darstellen. Kauf mal bei denen Kuchen, den kannst du auch einfach wieder ausspucken, weil der viel zu süß ist. Das Gute ist, sie sind nur mit Erythrit gesüßt, also keine Sorge, kein Blutzuckeranstieg, keine Insulinantwort, keine Schäden im Darm. Da musst du dir keine Gedanken machen, aber ich bin bei dir, wenn das halt so süß schmeckt, ist es nicht so gut. Aber wenn du jetzt auch Geschmäcker hast oder du denkst, Alter, ich muss mich da wirklich überwinden, dass ich die runterkriege, mach es dir einfach ein bisschen leichter. Und trick's einfach ein bisschen, ja. Tu Apfelästig rein. Das hilft vielen. Zitrone, Limette reinpressen. Oder Himalaya-Salz. Einfach so einen halben Teelöffel ist wahrscheinlich ein bisschen viel. 2-3 Prisen, so kleine Prisen Himalaya-Salz oder so. Reicht oft schon, dass es weniger süß ist. Oder die Elektrolyte dazu trinken. Macht es auch weniger süß. Also das kann ich dir nur empfehlen. Und es hat bis jetzt noch jeder, der gesagt hat, mir ist es zu süß, ich kann es schwer trinken, hat bis jetzt noch niemand irgendwie, glaube ich, 2 oder so von den 800, die dann gesagt haben, leck mich am Arsch, ich habe keinen Bock. Aber wenn jemand nicht will, kannst du sich halt auch nicht zwingen. Das muss jeder dann entscheiden. Aber es hat jeder, der wollte, das ernsthaft probieren wollte, noch eine Lösung gefunden für sich, dass man es gut trinken kann. Weil ich gebe dir recht, es wäre ja auch cool, wenn man es regelmäßig trinkt und es gut schmeckt. Ja? Ich sage immer, es geht nicht um Geschmack, hau das Zeug einfach runter. Es geht um deinen Körper und deine Gesundheit. Ist doch egal, wie das schmeckt. Aber irgendwie, ich verstehe es natürlich, man freut sich halt schon, wenn man sich so eine Flasche macht und man auch den Geschmack genießen kann. Also bin ich voll bei dir. Genau, also ich hoffe, das war jetzt hilfreich, Steffi. Ansonsten gerne auch immer, ich glaube, du bist eh eine Kundin von mir, weiß immer nicht so, sorry, mit den Namen, ich bin so schlecht, es tut mir so leid. Aber wenn du eine Kundin von mir bist, dann
hast du ja sowieso die WhatsApp-Betreuung auch dabei. Du kannst mir jederzeit schreiben, wenn du da noch mehr Input brauchst. Mit mehr Wasser trinken. Marlene, das ist natürlich die einfachste Lösung. Ja, die habe ich gar nicht erwähnt, weil das ist klar, macht voll Sinn. Danke, dass du es nochmal ergänzt. Das finde ich super. Du kannst so viel Wasser trinken, wie du willst. Also du musst halt natürlich schauen, dass du von der Menge her, ja, bist du super, sehr gut. Von der Menge her solltest du halt so viel trinken, wie du ungefähr in einer, also so viel machen, wie du ungefähr in einer Stunde trinken kannst. Ja, wenn du dir halt, keine Ahnung, das auf 5 Liter in so einen Kanister machst, du kannst keine 5 Liter, also ich kann keine 5 Liter in einer Stunde austrinken. Ja, aber ein ganzer Liter, ich mache auch mal die ganze Flasche voll, ein ganzer Liter Wasser, gar kein Thema. Dann noch Apfelessig rein, Himalaya-Salz rein, Zitrone, Limette, zur Not einfach alles. Ja, probier es einfach mal aus. Und es ist, wie gesagt, also ich finde, also persönliche Meinung, ich bin auch eher nicht so der Fan von süß. 20-30% würde ich sagen, boah, es ist echt süß, es ist schwierig. Und der Rest der Geschmäcker finde ich super gut. Aber man gewöhnt sich halt auch daran. Und dadurch, dass es halt nichts Schlimmes ist, diese Süße, ja, es tut dir ja nichts, es ist halt eher mit Erythrit gesüßt. Du könntest, viele Fragen, gibt es denn auch geschmacksneutrale Ketone, die nach gar nichts schmecken? Würde kein Mensch kaufen. Die sind so sauer, die kann kein Mensch normal trinken, keine Chance. Und deswegen sind die halt so konzipiert, dass sie die breite Masse in den USA, ja, als Richtlinie gut trinken kann. Sagen wir es einfach mal so. Genau, probierst es mal aus, super Steffi, und wenn es ist, jederzeit schreiben. Genau, so jetzt bin ich hier schon eine Stunde live, Wahnsinn. Ich glaube, jetzt muss ich auch langsam aufs Klo, meine Blase drückt. Das ist halt so das Ding, die entwässern natürlich auch ein bisschen. Das heißt, ich muss dann immer mehr aufs Klo, wenn ich Ketone trinke. Das ist ganz normal. Wenn du jetzt noch Fragen hast, natürlich, ich speichere das live gleich ab. Du kannst, danke für die Herzen, voll nett. Du kannst unter das Live kommentieren mit deiner Frage, du kannst mir eine direkte Nachricht schreiben, du kannst über den Linktree gehen in meinem Profil, der allererste Link, wie gesagt, Text für die Ketone ist schon vorgeschrieben. Schreib deinen Namen dazu, schreib dazu, dass du hier mit dem Live warst. Ich schicke dir mehr Infos zu den Ketonen, gerne auch den Shop-Link, wenn du sie ausprobieren möchtest. Die Party, du bist gar nicht zu spät, ich speichere das nämlich ab. Das heißt, du kannst es gerne am Wochenende in einer ruhigen Minute, in einer ruhigen Stunde eher, ja, weil es war jetzt eine Stunde, einfach noch im Nachgang anschauen. Kein Thema, auf Instagram ist abgespeichert, später hochgeladen auf Facebook und auf YouTube. TikTok kann ich leider nichts abspeichern mit Lives. Also wer auf TikTok ist und das nochmal anschauen will, der muss halt sich für einen der anderen drei Kanäle entscheiden, um das Replay anzuschauen. Genau, du kannst natürlich diesen Text, ja, wo du bei mir landest im WhatsApp, du kannst ihn auch ändern, ja, wenn du jetzt nichts über die Ketone wissen willst, aber halt noch eine andere Frage hast, die entweder hier nicht beantwortet wurde oder du dir denkst, ich habe mich vielleicht nicht getraut, die Frage zu stellen, gibt ja auch solche Leute, ja, du darfst mich immer alles fragen, ja, es gibt keine falsche Frage, es gibt keine dumme Frage, was dir passieren kann, dass ich halt keine Antwort habe auf deine Frage, weil ich es einfach nicht weiß, ja, weil es gibt viele Dinge, die weiß ich absolut nicht, das sage ich dir dann halt auch, da musst du leider mit wem anders sprechen oder es irgendwo anders recherchieren, wenn ich dir keine Antwort geben kann, wo ich sage, okay, das weiß ich 100%, da kann ich dir helfen, das weiß ich. Genau, dann schreib mir einfach die Frage auch über WhatsApp oder ansonsten über Instagram. Ich freue mich natürlich mega, wenn du mir folgst, falls das noch nicht passiert ist, wenn du deine Leute auch unter das Video verlinkst, das ich gleich abspeichere. Das heißt, wenn du hier was gelernt hast, wenn es für dich Mehrwert war, wenn es dir geholfen hat, dann kann das auch ganz vielen anderen Menschen da draußen helfen. Vielleicht kennst du jemanden, der schon alles versucht hat, der aber nicht abnehmen kann, der mehr Energie braucht, der einen schlechten Schlaf hat, der vielleicht wirklich einen Prädiabetes oder Diabetes hat, der eine Insulinresistenz schon weiß, dass er sich schon diagnostiziert bekommen hat, der einfach wirklich, keine Ahnung was für Probleme, du hast heute schon von Rheuma und sonst was gehört hier, Entzündungen und so weiter, Arthrose, wer Probleme hat, einfach mal, es ist definitiv wert, einfach mal die Ketone auszuprobieren, was im Körper damit passiert. Man muss manchmal geduldig sein, das habe ich euch heute auch erklärt, aber verlinkt wirklich die Menschen unter das Video, weil wenn es dir geholfen hat, kann es auch einfach anderen Menschen helfen. Noch dazu hilfst du mir ja auch bei meiner Mission, wenn du meine Inhalte teilst oder die Leute darunter verlinkst, gerne auch in deiner Story teilen. Wie gesagt, meine Mission ist es, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz, also im Prinzip jeder, der übergewichtig ist, ja, und das sind die Hälfte in Deutschland, über die Hälfte, alle Deutschen sind übergewichtig oder sogar fettleibig mittlerweile, das ist Wahnsinn. Und die meisten haben eigentlich keinen Plan, wie du gesund abnimmst, dass der Blutzuckerspiegel so wichtig ist, den stabil zu halten. Deswegen ist es meine Mission, unsere Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Und da, wie gesagt, ist so eine große Mission, die ganze Welt zu erreichen. Da brauche ich auf jeden Fall deine Hilfe. Ich speichere das Video ab. Danke, dass ihr live dabei wart. Danke für eure Fragen. Danke, danke, danke. Das war mega, mega cool. Hat mir super Spaß gemacht. Es wird abgespeichert und
jeden Tag 11 Uhr, beziehungsweise unter der Woche Montag bis Freitag 11 Uhr ist meine Zeit, meine Live-Zeit, und es geht immer um Ernährung, es geht immer um Möglichkeiten, wie du deinen Lifestyle verbessern kannst, wie du deinen Blutzucker stabil halten kannst, wie du endlich gesund abnehmen kannst, wie du deine Insulinresistenz besiegen kannst. Ich freue mich natürlich, wenn du ein paar Mal öfter noch vorbeischaust, falls du jetzt komplett neu warst, und wenn du schon wie der Patrick zum Beispiel hier auf TikTok, ich sehe immer noch dein Foto da oben, du warst das Erste dabei, bist immer noch am Start. Super, super cool. Ihr wisst ja eh schon, dass ich jeden Tag um 11 live bin. Dankeschön und einen schönen Tag noch. Sabrina, das wünsche ich dir auch. Ein wunderschönes Schlusswort, sonst labere ich noch ewig und ich muss jetzt echt aufs Klo. Ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende. Danke, dass du mit dabei warst. Und wir sehen uns allerspätestens Montag um 11. Mach's gut. Ciao. Ciao, TikTok. Dankeschön.